Einer meiner wahren Sprüche ist: Jeder, der sich gegen den Krieg einsetzt, hat meinen uneingeschränkten Respekt verdient. Natürlich weiß ich als altgedienter Soldat, dass es gewisse Kriege gibt, einige wenige, die geführt werden müssen. Aber auch diese Kriege, die vielleicht geführt werden müssen, im Namen der Humanität, um größeren Schaden abzuhalten von irgendwelchen Menschen, die müssen in einer Art und Weise geführt werden, dass man sagen kann, Kriegsregeln werden eingehalten. Wir führen Krieg, aber nach den Regeln der Genfer Konvention. Einhaltende Kriegsregeln im kollektiven Rahmen der Armees, der Divisionen und der denkenden Köpfe, der Politiker. Und dann natürlich Einhalten ganz besonderer Regeln, wenn es an den Soldat als Individualist geht. Ich habe das schon mal betont, das ist dann der Ehrenkodex der Soldaten. Wir Legionäre haben unseren Code d'honneur du Légionnaire. Der hat 7 Paragraphen und danach handeln wir. Auch wenn andere das nicht so sehen wollen. Aber die anderen waren ja nicht drin oder sind ja nicht drin in der Legion. Ich spreche aus Erfahrung. Ich war im Einsatz und nicht nur einmal. Und dieser Ehrenkodex, der sagt uns Soldaten eben, dass wir Krieg führen auf Augenhöhe. Von Mann zu Mann, von Soldat zu Soldat. Und dass wir Frauen, Kinder, Alte und Wehrlose verschonen. Und zwar absolut. Das ist der Ehrenkodex der Soldaten. Und danach wird gehandelt. Wer es anders macht, hat nicht das Recht, sich Soldaten nennen zu dürfen. Habe ich schon mal gesagt. Das Einhalten der Genfer Konventionen. Der Krieg muss geführt werden nach den Regeln des Krieges. Es gibt Regeln, wie man einen Krieg führt. Dann soll er eingehalten werden vom Soldat als Individualist, der dann nach seinem Ehrenkodex handelt. Und dann muss dieser Krieg auch irgendwann mal wieder ein Ende haben. Nach einer gewissen Periode Kriegführung, nach den Regeln des Krieges, muss der Krieg beendet werden. Und dann gibt es ein Rendezvous am Verhandlungstisch. Ein Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld beendet. Never, nein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Krieg muss ein Ende finden am Verhandlungstisch. Diplomatie. Der Diplomatie geht immer eine progressive Deeskalation voraus. Immer. Immer. Krieg ist scheiße. Auch immer. Das Maß aller Dinge für Kriege oder auch für den Soldaten als Individualist, also für Krieg im Kollektivrahmen und für den Soldaten als Individualist, das sind Demut, Fairness und Menschlichkeit. Und das in jeder Phase der Operation. Das darf der Soldat nie aus den Augen verlieren. Und das darf die obere Hierarchie nie aus den Augen verlieren. Wir haben da einen ganz wichtigen Satz bei uns im Ehrenkodex. Der heißt, im Kampf agierst du ohne Hass und ohne Leidenschaft. Ein Soldat, der hasserfüllt in den Krieg zieht, no go. Das gibt es nicht. Das darf es nicht geben. Das hat man uns bei der Legion beigebracht. Ohne Hass, ohne Leidenschaft. Wir haben einen Job zu tun, lass uns den Job machen. Aber lass uns den Gegner nicht hassen. Lass uns den Gegner respektieren, auf Augenhöhe. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich, was Politik angeht, so eine Art Freidenker bin. Ich bin weder rechts noch links, Mitte gibt's nicht mehr. Warum sage ich das? Es tut mir leid, heute mit anschauen zu müssen, dass die Mitte, wo man immer sagt, die goldene Mitte, eigentlich extremer ist wie extrem rechts oder wie extrem links. Weder sollten wir einen Krieg unterstützen, noch sollten wir Kriege im Ausland finanzieren. Das ist nicht unser Job, das ist nicht unser Ding. Wir sollten uns eher nach innen kehren und die Probleme im eigenen Land beheben. Und wir haben viel Probleme. Die Rentner sind arm. Die Rentner sind verarmt. Wir haben Kinderarmut. Und zwar sehr große Kinderarmut. Wir haben ein wirtschaftliches Problem. Die Preise steigen in jeder Domäne. Überall. Lebensmittel werden teurer. Brot kostet viel Geld. So viel wie noch nie. Der Sprit wird teurer. Seit der Charlie-Sache sind die Leute in 2 Camps gespalten. Wenn du die Menschen auf den Straßen mal anhältst und sie fragst, vor was habt ihr denn die größten Ängste? Und wenn da jeder dritte Satz heißt, ja, eigentlich vom Dritten Weltkrieg, dann ist der Handlungsbedarf da. Wie können wir tolerieren, dass wir in der Gesellschaft Ängste haben wie Dritter Weltkrieg? Oder Ängste, dass man am Monat nicht mehr genug Kohle hat, um irgendwas zu bezahlen? Oder Ängste hat, dass die Rentner am Monatsende, ja, die letzten 10 Tage nur noch Spaghetti kochen, ohne Soße, nur mit Wasser, mit ein bisschen Öl drin. Oder dass wir die Ängste haben, dass wir Kindern begegnen, die zur Tafel gehen, weil es daheim nichts mehr gibt auf dem Teller. Oder dass wir Renten versteuern müssen, die im Laufe des Lebens schon 10-mal versteuert waren. Durch das Einkommen und durch andere Dinge. Oder dass wir darüber nachdenken müssen, über gewisse Sprüche von Politikern, die da sagen, was die Wähler denken, ist mir egal. Oder dass gewisse Prinzen und Prinzessinnen oder Könige uns im Ausland lächerlich machen. Und wenn ich sage, wir müssen das Wir-Gefühl wieder stärken bei uns, dann hat das nichts mit Nationalismus zu tun.
Nicht mal mit Patriotismus, vielleicht ein Hauch. Dann hat das was mit Identifikation zu tun. Dann hat das was damit zu tun, dass wir uns sagen, wir haben ein Ziel vor Augen. Das Ziel kann man nur gemeinsam erreichen. Together we are strong. Zusammen sind wir stark. Aber wir dürfen jetzt nicht alle zusammen in gegensätzliche Richtung ziehen, auseinanderdriften, sondern wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen, im guten Einverständnis. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, liebe Freunde. Wer mich und meinen Kanal unterstützen möchte, schaut mal rein in die Beschreibung des Videos. Dort findet ihr den Link zu meinen Büchern und ihr findet auch die Links zu meiner recht abenteuerlichen Reise nach Südamerika, nach Französisch-Guyana. Alles hier unten drin. Ihr habt hier meine Homepage und meinen Merch-Link. Ich wünsche euch allen ein geiles Leben. Wie üblich wünsche ich euch Gesundheit. Ich wünsche uns Sicherheit. Amici Legionär, euer Thomas Gast. Ich melde mich ab, ich bin dann mal weg. Tschüss.